We dug for months, years, an eternity. And we were rewarded with madness. Glaubst du, will ich nicht? Wo ist das Sanatorium? Da. Ich könnte den jetzt hier reinpacken. Hysterische Verblendung. Stress über 70. Nur 750 bezahlen, um das zu behandeln. Geht das mal alleine wieder weg, sowas? Ich behandle den mal, würde ich sagen. So. Stimmt, Soktur, Witchok. Moment mal. Ich muss mal meinen Stream wieder umbenennen. Stimmt, was beim Stream zu ändern war noch. So, den behandeln wir. Kopie ist auch gerade in Behandlung. Stimmt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Labyrinthhasser, atemlos. Stress verringert sich nicht beim Zurückgehen. Stress verringert sich nicht beim Zurückgehen. Das ist eine gute? Komischer Tick. Fernkampffähigkeiten. Nahkampf, Heilung, Fernkampf, Handkampf. Oh gut, minus Crit auf Fernkampf, das ist nicht so schlimm. Was habe ich denn eigentlich hier? Habe ich hier noch was drin? Oh, Waffenknecht. Waffenknecht habe ich doch schon einen, oder? Ist das nicht der da? Waffenknecht, genau. So kann ich also plus 4 ausweichen, Widerstand gegen Betäuben und Widerstand gegen Bewegen. Dafür minus. Auf Schwächungsfähigkeit. Irgendeinen, mit dem ich viel schwäche. Stärkende Melodie, Durchstoß. Nein, fertig. Bande Verlässlichkeit, wenn dann das. Ja, das ist glaube ich alles kein Schwächen. Aber Läste und Grabräuberin. Weder noch habe ich momentan. So, ich würde jetzt gerne mal Flanke als Heiler mitnehmen. Kann ich dann den mitnehmen? Ja, sehr gut. Ich würde gerne mal den mitnehmen. Dann kann ich den auf der dritten Stufe mitnehmen. Und den auf der zweiten. So, das müsste funktionieren. Sind es Nahkampffähigkeiten? Schwächungsfähigkeit hier schon gegen Schwächung. Oh, nett. Da müsste ich rasten. Schließe alle Raumkämpfe ab. Ich brauche eher sowas als sowas. Als hier die Büsten habe ich, glaube ich, eigentlich genug. Wappen brauche ich erst recht nicht. Ich habe 37 Wappen, Mann. Ich denke, ich werde eher sowas nehmen. Kurz Lehrling in den Wald. Mit irgendeiner Nacht aktiv. Launhaft. Labyrinthhasser, okay. Und, hallo. Und Stress essen. Das müsste ja dann eigentlich voll in Ordnung gehen, wenn ich das so mache. Jetzt ist die Frage. Was nehme ich auf jeden Fall immer mit? Ein Schlüssel, eine Bandage. Oh Quatsch, jetzt habe ich 9 Essen genommen, das ist natürlich Quatsch. Das war zu viel. Oh, dann mein Gegengift.
von allem ein bisschen was. So, ich hoffe, das wird was im Wald. Ich weiß nicht, was man im Wald sonst so macht. Unter Umständen hätte ich vielleicht mehr Gegengift mitnehmen sollen. Oder mehr Kräuter. Mehr Kräuter wäre, glaube ich, sinnvoll gewesen im Wald, oder? Corruption has soaked the soil, alle Raumkämpfe sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Toll. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Malformed with misintent. Halt. Ja, zack, gehört dir. 57. Nice. Eins. Wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Würde ich bedeuten, für jeden Raum eine Verpflanzung. Toll, wütiger Ansturm. Aua! Ah, hat er noch toll gut bekommen. Danke. So, was kann der Dolch dort lang? Eins nach vorne. Präzisionsgrund wird 4 bis 7. Ernte. Bluten. Was haben die denn so? Bluten. Gift, gegen Gift sind sie echt resistent. Bewegen, schwächen, sonst ist alles normal, sag ich mal. Schadenmodifikator, Crit-Modifikator, Bluten. Das ist ja noch plus 10 ist hier Stressschaden. Monster mit hoher Abwehr. Einige Monster verfügen über eine hohe Abwehr, die einfach Schaden und Blutschaden über die Zeit. Die Gift und Blut sind immun gegen Abwehr und einwirkende Bildung. Was gegen. Was machen die irgendwie? Rüstung oder so? Abwehr 33%. Okay. So, Neugang für mich selbst. Volk zuschlagen, Grundwert. Zieh mal hier. Das Abwehr. Verwandlung. Absolution. Oh, okay, also erstmal verwandeln. Krass. Clownhieb. Gegen Fähigkeit Clownhieb. Schwerer Schlag. Zwei zurückschlagen für den Grundwert. Nahkampf, Rage, Verwirrung von einem Crit. Sieben bis 13. Alter, das ist ein krasser Nahkämpfer. Kein Pestdocker dabei. Das ist ja, der ich den mitnehmen soll. Glaube ich. Wenn er blutet, ja, kann ich eine Bandage geben, okay. Gifte, wir gehen ins Inventar. Okay. Schaden pro Runde. Rage. Confidence surges as the enemy crumbles. Krass stark der ist, man. Das ist schon übel. Schnitt. Der soll eigentlich gegen den gezeichnet hier Schaden machen. Weil 90% mehr Schaden und so, ne? Das ist ja schon ein bisschen was. Mal den 14. Komm ich auch an alle ran. Okay, die setzen auch extrem viel Gift ein, das ist krass. Jetzt
2 Schaden. Hat er, kriegt er noch 5 Hallo sowieso. Ich kann es nicht stacken. Kann eh nur wenig werden mit dem da. Their formation is broken. Maintain the offensive. Great is the weapon that cuts on its own. Ah, der verhält sich nochmal. Okay. Minus 4 Gesundheit, 3 Runden. Okay. Erkunden. Sehr gut. Raumkämpfe. Das Raum bewegen. Meine Haut brennt. Okay. Adern brennen. Aua! Nicht so cool. Eiwasser. Ausgewichen. Ha! Ich würde sagen, 2 zurückschlagen, betäuben Grundwert. Nehmen wir ganz hin. Wandelt sich das mal wieder? Ja, das ist Stress, ich weiß. Also ein Hieb, so wie beides. Gegen Gifthau. Oh, 20% wieder schon gegen 10% Schaden. Ach stimmt, der Klauenhieb ihn immer mehr. Heilt. So, und die beiden auch noch mal blitzen lassen. Also, jetzt muss ich einen Hexenstück also schon machen. Ach, stimmt, die spawnen ja neue. Das war sowas Ekelhaftes. Oh Mann. Sprich, da komme ich gar nicht ran. 5 bis 10. A death by inches. Press this advantage. Give them no quarter. So, jetzt auf den noch. Continue the onslaught. Perfekt. Destroy them all. Alles nehmen. Alles nehmen? Danke. So. Oh, ich hätte es vielleicht noch hier. Also, weil, und ihr wusstet ja schon, dass da nichts ist. Okay. Steht jemand, der mit Fallen gut ist? Falle 50 ist ja schon mal nicht so schlecht. Der ist ein Falle scheiße. Ah, Falle 30 geht auch. Falle 20, ja. Also der Kopfgeleger und Falle 50. So das Beste. Wir sollten weitergehen. Der sagt's gehört dir. Fuck, ich hab die Falle gar nicht voll, Trottel. Mind that such missteps are the exception and not the rule. Ah, jetzt noch mehr Blight. Das wird ekelhaft. Aber jetzt blutet er. Nicht gut. Bis 9, 7 bis 13, 6 bis 11. Ich könnte ihn töten. Oder ich schlag den zurück. Rückschlag, würde ich sagen. Bis darauf, dass das irgendwie nicht so geil ist. 5 bis 10.
Gegnern zu Schaden betäubt. 3 bis 7, 4 bis 8. Dann ist noch nicht, was das macht. Vielleicht zu dem. Also, dass ich noch einfach dahinter greifen kann. Da haben wir nur einen Angriff. Alter, dieses Gift. Ja. Noch mehr Gift. Danke. Wieso können die sich beim Gift hier nach hinten ziehen? Das ist ein bisschen assi. Weggenommen. 6 bis 12 waren in der Ecke. Devastating blow. Und der muss mal geheilt werden. Toll, ein 2er Critical hier. Herrlich. Herrlich. Da habe ich für 1 gewürfelt und der Crit hat verdoppelt oder was? 5 Schaden pro Runde. Ja, danke, dann bist du auch ein Death Door, sobald ich. Also, das ist so gut wie tot. Au! Das war ich nicht. Feinde aus dem Anfang. Aha. Feinde, Aufmerksamkeit auf Feinde auf der Ziehen ist ja gar nicht so schlecht. Fertig. Ja, ich weiß, was Schreld des Todes ist. Werde mal einen weiteren Schaden, könnt ihn töten. Halt einen Helden vor, Schreld des Todes. So. Wie ersetzt. Ah, betäubt. Was ist das? So, und jetzt heilen wir mal ihn. Damit er wieder weg ist. Erholung von Schreld des Todes. Wow! Fleckfieber. Was soll das denn? Meine Adern. Ah, minus wieder schon gegen Gifthauch. Danke. Das braucht man. Ja, das war der falsche. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das stimmt eh. Rage. Oh, ausgewichen, Schweinerei. Ich komme an keinen ran. Aber das ist doch mal ein Angriff. Doch, oh, perfekt. Alter, er könnte mal ein bisschen höher hier. Das ist krass. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. So. Jetzt kannst du mal. Ne, der Jester. Und wir nehmen das Weihwasser noch mit. Segen den Brunnen. Ausgezeichnet. Oh, das ihn machen sollen. Stressreduktion. Ich vermute mal, wir schaffen das schlecht durch. Nochmal Weihwasser, oder? Der mächtige Effekt. Meereshöhlentaktiker. Plus 5 Schaden Meereshöhlen. Ja, das hätte ich vielleicht nicht ihm geben sollen, der gleich verreckt. Ach, fuck. Ja, noch eine Schaufel habe ich nicht. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Was war das nochmal? Ein Gifthauch. Oh. Ich hoffe, ich muss alle Raumkämpfe abschließen, Mann. Ich hoffe, ich muss nur so ein bisschen rumkommen. Die sind überrascht, das ist schon mal ganz gut. Looten lassen. Verwandlung.
Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Den angreifen, dann ist nämlich bald tot. Und eine Heilung. 14 Heilung, nice. Und er blutet nicht mal. Das ist mal was. Wo ich sage, das rockt. Okay, das zieht jetzt die Feinde an. Na geil, so viel zu den 14 Heilung, dann ist es gleich wieder durch. Der verkehrt sich alles dahin. So viel ist er jetzt auch noch. Brandmarkt zu fetzen. Aua. Nicht gut. Stehen. So. Hier Schaden, ich hoffe, die sterben dadurch. Ach, ausgeglichen, sehr gut. Slowly. Er ist tot. Gently. This is how a life is taken. Boah, jetzt sind gleich beide noch tot, dem Tode geweiht. And now the true test. Hold fast or expire. Heil dich erstmal selber. Ich hoffe, von dem Desto wieder wegkomme. Der hält halt unglaublich viel aus, dieser Mutation. Nächste, das ist von Desto. Ah, fünf bis neun, vier bis sieben. Was hat so? Oh, ein Heiler. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Mag man gar nicht glauben, aber ist mir aufgefallen. Okay, das, wenn er auf den geht, ist alles gut. Brandmarkt zu fetzen, ist alles okay, weil der hat gerade die wenigsten Probleme. Perched at the very precipice of oblivion. Ich muss sagen, mein Healer ist einfach mal wichtiger als irgendwas anderes. Muss ich erstmal selbst heilen. Ja, 90% ging gezeichnet. So, ist der erstmal weg. Paranoid ist er geworden. Fuck. The walls close in. The shadows whisper of conspiracy. Jetzt haben wir sie zurückverwandelt. Stress ich mal dran, und dann die Quan, diese Kämpfe schienen halten, ändere ihre Werte Quan, und dann ein bisschen hell im Dorf machen. Das sei denn, du kannst den Stress im Zug der Quest komplett abbauen. Ernsthaft? Ja, dann mach halt absolut nichts selber. Was das bringt. Ah, das heilt den Stress. Facing the Abyss. Gut zu wissen, dass bei Stress das problematisch wird. So, jetzt erstmal hier einheilen. Schwelle des Todes. Er hat es doch nochmal überlebt. Ich sehe die Verschwörung im Bad. Aber das wird schwierig. Er ist tot. Das kann ich halt niemanden heilen. Oh, Quest abgeschlossen. So clearly in view. Or is it merely a trick of the light? War hier noch irgendwas? Hier war nichts. Alles klar. Quest abgeschlossen. Ich bin raus. Ich bin nicht so verrückt, da weiterzugehen, wenn alle fast tot sind. Essen habe ich überhaupt nicht gebraucht. Das ist so krass. Kann ich erstmal gebrauchen. Jetzt habe ich nochmal noch mehr von den Siegeln gesammelt, ey. Blut. Verrückt nach Geld. Der Unhold. Verrückt nach Geld. Waldtaktiker. Echt gute. Darf und durf nicht meditieren. Okay. Und die beiden haben Krankheiten ohne Ende.
Oh, fuck. Our family name, once so well regarded, is now barely whispered aloud by decent folk. Hysterische Verblendung. Geile Krankheit. Hat die Glücksspiel gefroren, dieses als Waffe im Augenklappe. Der List. Aha. Na geil. Ist bisher nicht zurückgekehrt. Ehrlich, ich komme nicht mehr zurück. Von dieser scheiß Suche. Und bin ich denn weggegangen? War das hier? Na genau, nach einer heiligen Vision, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch. So. Tollwut. Mir ist 10% plus 15% Schaden. Oh, das ist vielleicht nicht so wichtig. Plus 30% Stressschaden. Das ist zum Beispiel kacke. Was hat der? Widerstand gegen Gifthauch. Minus Pression, minus Schaden, minus Max LP. Alter. Du musst in den Feinsanatorium. Du hast der richtige Scheiße. Oder ich. Das würde bedeuten, dass ich Witcher halt direkt wegschicken. Nee, ich versuche mal zu heilen. Wir heilen erstmal die Syphilis. Verringert die Behandlungskosten, erhöht die Anzahl der Behandlungsmittel auf 2. Behandlungskosten von positiven Ticks um 10%, verringert die Behandlung von negativen Ticks um 10%. Plus 30% Stressschaden, das ist halt auch nicht so geil. Hätte ich eigentlich auch gerne behandelt. Kopfgeldjäger, hätte man noch einen Krieger. Kann ich den noch nehmen? Perfekt. A mighty sword arm anchored by holy purpose. A zealous warrior. Ich will die Reihenfolge ändern. Mach mal so rum. So. So, der muss auf jeden Fall. Stress ist ein Nymphomanie. Erhalten noch Stress noch im Bordell. Alles klar. Du bist ein Arsch. Tja. Kann ich sie ins Kloster schicken? Kann ich sogar ins Kloster schicken? Krass. Verrückt nach Geld. Dann sollte ich vielleicht nicht spielen lassen. Mit hier erstmal, würde ich sagen. Du überlegst mal, was du gemacht hast. Desert Fox muss aber genauso. Rückzieher, Rindhasser, atemlos. So. Gehst mal eintreten. Was ist denn für eine Krankheit? Bulimisch. Heilfähigkeit mit dem Lager. Ach, weil du hier Heilfähigkeit hast. So, das ist das Problem. Ich habe keinen Tank mehr so richtig, außer den hier, der jetzt neu dazu gekommen ist. Schuss. Will ich den überhaupt auf hinten machen? Auf Fernkampf? Der Streuschuss ist eigentlich schon ziemlich stark. Ja, das ist glaube ich besser. Und die anderen Sachen kann ich alle. Pistolenschuss, ich habe den Pistolenschuss nur auf 1. Kein Geld mehr gehabt. So viel Geld kostet es nicht. Ja,
Okay, das ist alles schon verbessert. Shelly auch, ne? Schicksalsheilung hat sich schon verbessert, stimmt. Artillerie aus dem Abgrund. Das glaube ich ziemlich gut, habe ich gehört letztens. Dann nehmen wir den Opferstoß raus. Nehmen die Artillerie aus dem Abgrund, kann nämlich ganz hinten stehen ohne Probleme. Todesstoß 67% bewegen. Bin nicht so ganz sicher, wie ich jetzt den Aufbau mache. Bei Licht nur 26 Aufbau, im Licht über 50. Heilfähigkeit mit einem Lager. Na, Kampffähigkeit kann mir hier ausreichen. Das hat er aber eh nicht so gut im Ausweichen. Bewegen, schwächen. Kann ich den Ausweichen sehen? Ausweichen 5. Begeisterte Schlacht auf Heilung 1, eine Stresslung plus 6, Fackel plus 5. Betäubender Schlag, eifernde Anklage. Heilige Lanze, den kannst du als Fernkämpfer benutzen. Okay, krass. Komm, nehmen wir doch mal einen YouTuber rein. Nehmen wir doch mal hier Pete von. Man muss schreiben können. Pete von Pete's Meat rein. Einfach so was können. So, wenn wir jetzt den hier reinnehmen. Den wollen wir nicht. Dann nehmen wir Shirley hier rein. Guppy auf Platz 3. Ich weiß nicht, ob ich den Hundemeister mitnehmen will. Wahrscheinlich schon, ne? Scheint doch ziemlich krass zu sein, mit Feder. Den Giftschlag würde ich gerne mal freischalten. Dann habe ich den nämlich hier auf Gift. Gefecht sind jetzt hier ein verwirrender Knall. Ne, würde ich rausnehmen. Dann hat er hier zweimal Gift, einmal Blenden und Gefechtsmedizin. Nehme ich dich eins nach vorne. Was hast du? Heilfähigkeit. Ja, gut, ist nicht ganz so schlimm. Dann nehme ich Rotfäden mit. Die üblichen Verdächtigen. Stimmt. Da war was. Und so ist Rotag. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. So. Ja, die Mittel. Chance auf Blutenfähigkeit. Widerstand gegen Bluten. Also, was müsste ich wahrscheinlich mal machen, ja? Phobie, Lagerfähigkeiten, Stress und gequält, Stress mit 5 Skin, findet nächtliche Hinterhalte. Rückgrat zeigen, ein Gefährte, Stress mit 5 Skin, entfernte sterbliche, entfernt Sterblichkeitsschwächung. Okay. Stress mit 5 Skin gelindert. Hab ich dem. Gefährte Heimflügel, Ziel, Bluten des Ziels wird entfernt, Vergiftungsziel wird entfernt. Okay. Pistole säubern, Banditengespür. Giftnisziele sind fern. Blutwege. Experimentelle Dämpfe. Heilung um 50%. Plus 3% erhalten nur Heilung. Krass! Experimentelle Dämpfe ist richtig krass. Die Hälfte von jemandem einfach mal wieder heilen. Ermutigung. Okay. Zeitkosten.
Prozession, Gesang. Wenn gläubig, Stressschaden. Wenn nicht gläubig, minus Stressschaden. Wenn nicht gläubig, Stressschaden 5 Klingen. Okay. Weiß er nicht, welche davon gläubig sind. Vestale? Hm. Nicht, was für die Vestale? Ach ne, Arbaleste. Die habe ich noch nie bekommen. Fällt gerade ein. Kann ich noch. Nicht. Keine Ahnung, macht das Sinn, das zu. Du schlägst doch nie damit zu, oder? Dann sind wir in Heldenwaffen und Rüstungen. Was kann ich denn mit Wappen machen? Am besten mit Wappen und Büsten. Was ist das hier? Kreuzgang. Fänger die Behandlungskosten, fänger die Behandlungskosten, fänger die Behandlungskosten. Das ist natürlich dumm, dass ich das schon bezahlt habe. Vor allem ist das gleich viel. Gibt es nicht irgendwas, wo ich besonders viel Wappen brauche? Gebäudendorf verwendet, ja. Ist das bei der Gilde vielleicht? Ah, hier brauche ich besonders viele Wappen. Jetzt brauche ich bloß noch Bilder. Ich muss irgendwo hingehen, wo ich Bilder kriege, im Idealfall. Porträt, das sind doch die hier. Erkundung, Karte, das wollte ich das da anwählen. So, erforsche alle Räume, die üblichen Verdächtigen. Würde ich mal sagen, würde ich machen. So. Diesmal nehme ich nur viermal Essen, einmal Essen reicht doch wohl, oder? Oh, ich habe keine Fackel mitgenommen! Ich habe gerade keine Fackel mitgenommen. Ich Volltrottel. Ich bin gerade ohne Fackeln gegangen. Oh Gott. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Ja, sehr gut. Und es fängt schon gut an. Das ist schon die einzige Ding ins Weg, die ich mitgenommen habe. Was ist das denn? Heilkräuter. Wirken wir ziehen. Plus 30% Schaden. Krass. Mach ich also einen dunklen Run. Herzlichen Glückwunsch. Hallo Coco23. Danke für den Follow. Oh Mann. Da habe ich ein bisschen gefailt, würde ich mal sagen. Falle 60%. Ja, dann werde ich wohl den nehmen, oder? 30. Andere werden alle schlechter sein. 20. Weil ich habe eine Falle, die gleich kommt. Hier. Ja, würde ich sagen, machen wir mal. Ohne Licht. Hallo? Ja, danke. Fürs Durchgehen. So, muss ich dran denken. Falle. Schärft. Dankeschön. Nein, wir lesen nicht Bücher. Ganz schlechte Idee. Meistens. Ich muss jetzt hier schnell durch. Oh Gott. Na, ich bin nicht mehr überrascht. Aber die machen wir trotzdem zuerst. Jetzt kannst du dich noch voll auf die Stresskeule. Ach, und die gibt es auch wieder jede Menge. Ich würde mal sagen, Streuschuss, ne? Alle verfehlt. Shit. Kannst du das mal direkt dich selbst heilen? Nachdem du schon hier unten schaust. Da, Vorgift Widerstand. Oh, dringend Gift Widerstand. Was sind das eigentlich für Viecher? Aasfresser, Bestien sind das einfach mal. Hat nicht funktioniert. Die irgendwelche Widerstände? 100% Widerstand oder irgendwas. Gifthaufen. Oh, gegen Gift sollte man. Ja, den Gift sollte man nicht gegen die angeben. Wir machen doch mal ein Blendgas erstmal. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass man nichts.
vollen 50%. Gefechtsmedizin hier. Das blöde Gift heilen. Alter, wie sie immer versuchen. So, jetzt nochmal Streuschussversuch. Jawohl, dabei sind zwei draufgegangen. Faint hope blossoms. So, der wird wahrscheinlich gleich durch Prinz Dr. E geheilt. Halt, das wollte ich nicht. Dann heilt lieber den Prinz Dr. nochmal. Ja, gut ausgewichen. Das ist sehr gut. Komm ich irgendwie nach da hinten? Ich kann mir Fackel plus 5 geben. Herzlichen Glückwunsch, ich glaube, es ist dann auch Wurst. Dann machen wir mal die Anklage, ob diese komischen Leichen wieder übrig geblieben sind. Und noch ein Versuch, Streuschuss. Trommelnd an Treffer. Mach das. Ein bisschen Abwehr. Sieht die Aufmerksamkeit von Gegner an. So, ist hier geheilt von seinem komischen. Crit jetzt. Nicht gut. Nicht gut. Na dann würde ich sagen, heilen wir weiter mit der guten Frau da hinten. Wir in die Alphantar-Aufgabe. Confidence surges as the enemy crumbles. Achso, weil er Bluten macht. 5 bis 10. Their formation is broken. Maintain the offensive. Wappen des Ritters, Kreuzfahrer gewöhnlich, plus Max LP, krass. Ist hier ein Kreuzfahrer? Jo. Kann ich das ja theoretisch? Muss mir direkt geben, ne? Wer hat denn das jetzt? Ich will das dem geben. So, da unten. Ha! Schlaukopf. So, habe ich hier noch was, was ich. Gegengift, Nahrung, Gegengift wahrscheinlich, oder? Hier, dann mal. Los, erst. Ich denke ja keine. Ha. Kann das Weihwasser da reinkippen? Ne, hat auch keinen Effekt. Bandage ist Quatsch. Schlüssel ist auch Quatsch. Habe ich den sogar Kunden noch hingekriegt? Oh, 90% aller Räume, ne? So witzig. Nein, nicht reingucken. Nein. 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 Nicht reingucken. Ach, wenn jetzt nichts passiert. Boah. Was war denn das jetzt? Dunkle Versuchung? Ja, deswegen. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Also kein sehen. Ja, es bleibt noch. Nein, da gucken wir auch nicht rein. So, versuchen wir es mal, ne? Muss man unsere Präzision noch schaden. Ah, nicht so geil. Gelaufen. Blendendes Licht. Verfehlt. Aber zumindest habe ich ein bisschen einen Schaden von ihm wieder weggenommen, indem ich mir Licht gegeben habe. Mich doch nicht alle an. Das war einfach nur Stress, aber wie die Krankheit Schmerzen da haken. Oh. Ausgewichen, sehr gut. So, habt ihr auch wieder Gifthauchwiderstand? Nee. Dann solche Granate hier. Rest. Well struck. Grievous injury. Palpable fear. Kann ich meinen Stress lindern? Betäubender Schlag. Betäuben 25. Masterfully executed. Kritische Betäubung. Nicht so gut, dass ihr mir jetzt hier die ganze Zeit gebt. Blendgranate. Auch noch betäubt. Sehr gut. Triple Betäubung hier.
Attacken 10%, 20%, 3 bis 5, 3 bis 4. Moment mal, das darf ich doch machen. 5 bis 9, 4 bis 8. Göttliche Gnade hier. Heilung. Wir vergiften die Schweine. Devastating blow. Ich bin dir nicht verschuldig. Krittet er einfach mal das Vieh weg. Das ist gestorben. Wie viel macht er? 4 Schaden pro Runde. 5 bis 9. Komm aus weg. Give them no quarter. Gefechtsmedizin. Kugel und Kette. Es läuft irgendwie, obwohl also es geht. Die beiden zu tauschen ist, glaube ich, gar nicht schlimm, denke ich. Weil die fühlen sich beide auf den beiden Stellen gleich wohl. Kritische Heilung. Nice. Nein, einfach auf. Continue the onslaught. Destroy them all. Ne, ups, ich wollte tauschen. So, nehmen wir den Schlüssel. So mit Erbstücken. Oh, ich hab eine Fackel gefunden. Kann ich schon mal den auswählen für die Falle? And now, the darkness holds dominion. Black as death. Da will ich nicht reingucken. Hier soll ja keine Kampf drin sein, theoretisch, ne? Und da soll auch kein Kampf drin sein. Das finde ich eigentlich ganz schick. Ich mache dann doch ein bisschen Licht an. Ah, weil ich schon mal sowas vermutet hatte. Ja, das Sachs gehört dir. 1000 Gold, das ist doch ganz schick. Darkness closes in, haunting the hearts of men. Erkunden. Ich schaff das noch. Hier ist nämlich nichts dazwischen. Und dann habe ich alles durch. Naja, verdammt. Aber das ist nur noch ein Kampf, den ich theoretisch sogar umgehen kann. Ja, essen. Das dürfte jetzt trotzdem nicht allzu oft nochmal kommen. Nur euer Stresslevel ist ein bisschen kacke. So, zählt es schon das 90%? Jawohl! Ins Dorf zurückkehren, dankeschön. Geschafft! Ohne Fackel, nur eine Fackel gefunden. Sehr gut. Impossible. Toll, hab ich ja richtig viele Porträts geholt. Ich brauch diese blöden Wappen nicht. Momentan zumindest nicht. So. Durchfall hat er bekommen. Das ist eine Krankheit, okay. Blauer Schaden bei Licht nur 26. Schnelle Reaktion. Plus 4 Geschicklichkeit in der ersten Runde. Okay, das ist ja alles gut. Also kann ich mich nicht beschweren, dass das schlecht wäre. The plume freut man sich doch drüber. And the pistol. A fitting end to my folly. Das ohnmächtig geworden hat, dieses Assessor war verlegt. Armschutz des Kriegers ist jetzt scheiße. Neuer Tick. Konnte keinen meditativen Zustand erreichen und es frustriert neuer Tick, ruheloser Geist. Aha. Geheilte Krankheit, sorgenvoll. Geheilte Krankheit. Fleckfieber und so viel ist geil. Beides geheilt. Und ich bin zurückgekehrt. Sehr gut. Das hat irgendwie besser funktioniert, als ich dachte wieder. Bulimisch. Minus ausweichen. Minus Max LP. Das ist nicht so cool. Ausweichen war eigentlich. Ja, wieder. Grundwert, 10 Rüstungsgrundwert. Ah, Durchfall, minus. Durchfall, ich kann nicht mehr ausweichen. Frage ist jetzt, kann ich ihn deswegen behandeln? Tollwut ist nicht ganz so schlimm, damit kann ich leben. Ich denke, ich kann ihn
Muss ich wegen irgendwas anderem behandeln? Wie viel hat er hier? Stress 68. Weil Stress muss ich ja gleichzeitig auch behandeln. So, der gute Pete, der hat 75. Stressschaden. Oh! Bei Licht unter 26. Der hat ja dann richtig Spaß gehabt gerade. So, du betest, würde ich sagen. Der hier hat ja dafür immer noch 72 Stress. Kann und darf und darf nicht meditieren. Dann kannst du hier gerade nichts mehr tun. Das so richtig sehe. Bußkammer auf Ringertief. Da ist der Typ gerade drin. Das, die Bilder wollte ich was anderes benutzen, aber dann gehst du halt trinken. Du hast wenigstens kein Item, was du verlieren kannst. Danke. Und Shirley hat auch das Problem, dass sie auch ziemlich viel Dingens hat. Meine Heile sind alle so halb problematisch. Was nicht so schön ist. So, irgendwas wollte ich jetzt verbessern. Was ist hier? Die Ausbildungskosten um 10%. Ich brauche noch mehr. So, die beiden funktionieren sehr gut zusammen. Dann kann ich den als Heiler mitnehmen. Und Knuffy als Tank wahrscheinlich am besten. Und Knuffy. Nahkampfgrundwehr zerschmettern. Präzision erhöht sich, ein Crit erhöht sich. Rampart, ein zurückschlagen. Ist das Verteidiger selbstschützende Vergeltung? Ziel markieren, Luftgegenschlag aus, okay. Plus Präzision. Ah, das ist irgendwie Quatsch. Also den gebe ich auf jeden Fall. Und das, denke ich, verstärke ich erstmal. Ich brauche ein bisschen Geld. Also hier kann ich die Waffen noch verstärken, dass es mehr Schaden macht, denke ich. Das werde ich mal noch tun. Das wird das Fuchs. Kann ich das auch noch machen? Ich will das mal mitnehmen. Noch mehr davon, das ist Mittel. Das ist die einzige, wo ich den Quatsch kriege direkt, ne? Büsten brauche ich nicht. Dann würde ich in den Wald wahrscheinlich gehen. Plus Präzision, Fernkampffähigkeit, minus Ausweichen. So. Dich ganz vorne. So, dann wollte ich dich da haben und dich da haben. Und Flacke als Heilung mitnehmen. So, hat irgendeiner von euch was Problem mit dem Wald? Nö. Schläger. Nahkampffähigkeit ist halt vollkommen Rost. Nö. Labyrinthhasser, das ist nicht so schlimm. Wir sind jetzt im Wald. Labyrinthhasser. Okay, die beiden dürfen sowieso nicht ins Labyrinth. Erforschen 90% aller Räume. Ach, das ist jetzt ein mittlerer Auftrag. Okay. Das heißt, Lagerbündnisse Feuer, so erhältst du es automatisch bei den betreffenden Quests. Lagen gibt Helden die Möglichkeit, sich im Dungeon zu erholen, wenn deine Helden wohnen oder gestresst sind und du Lager möchtest, rätst dir auf das Feuer zum Inventar. Okay. So. Jetzt brauche ich aber auf jeden Fall 12 Mal Nahrung. 2 davon. Gegengift, Schlüssel, das, das und das jeweils einmal. Man weiß ja nie, was man trifft. Das geht in den Wald, ne? Heilkräuter hätte ich da nochmal mitnehmen sollen. Gegenstände und von Krankheiten vorzubringen, heilen, um Kampfschwächen zu beseitigen. Und Gegengift nehme ich auch nochmal mit. Ah, und Fackeln diesmal, ne? Dass ich die wieder vergesse. So, 10 Fackeln. Ja. Ich denke, das soll's
soll es sein. Auf. I knew all these paths once. Ach, du Schande. Now they are as twisted as my own ambitions. Da. Vorwärtsmarsch, Freunde. War schon eine Falle. Rockt. Der Sack ist leer. Schade. Ich will eigentlich nicht so tief sinken. Also 10 habe ich mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also 11 muss ich mindestens machen, also gehe ich hier auch da rein. Die Viecher sind so eklig, die spawnen immer noch mehr Scheiße. Ach, ich habe gar nicht die Skills geändert. Ich bin ein Trottel. Ich habe den Skill gewollt, aber nicht geändert. Oh, fuck, Mann. Aufwärtshaken, dass man hier oben rein mitgeben, bis er weg ist. Blitzjagd, Bluten. Verlernter Pfiff, genau, Ziel markieren, das wollte ich machen. Und die Abkürzung. As the fiend falls, krass. A faint hope blossoms. Kampfgebrüll kann ich alle schwächen. 6 bis 12. Schade. Setz ich in Beschwörung. Scheulich los. Nee, nicht nach hinten schieben. Ha, sehr gut, widersetzt. Und jetzt nicht schon wieder was Neues beschwören. Danke. Ausgewichen, sehr gut. So. Hundebiss. 7 bis 12. Jetzt, glaube ich, würde ich nehmen. Alles weg. Herzlichen Glückwunsch, du hast ja richtig drauf. Alle, die wichtig waren, hast du. Nein, nicht ziehen. Das nicht. Das nicht gut. This 40er Crit! Give them no quarter. What? Alles klar. Gerade andere. Formation is broken. Maintain the offensive. Und wir tauschen. So. Verheerende Pfiff. Ups, wir hier einfach angreifen können wahrscheinlich. Oh, das zeichnet auch. Also die ist so 14 bis 27. Continually onslaught. Destroy them all. Oh, fuck. Das ist ganz nett. Tour mit Erbstücken. Pack rein. Ein bisschen Nahrung, ein bisschen. Das ist was für Gold. 60. So. Packe wieder an. Vielleicht noch einer. So. Erkunden. Dann haben wir nämlich ein bisschen was, was wir vorher reinsehen. Ich habe nämlich die Falle schon gesehen und dann kann ich die auch ganz safe erkunden dort. Habt ihr die Falle? 50, ja. Ach, das ist ganz gut. Ja, Essen, ne? Falle 50. Die haben jetzt schon nach 3 Räumen Hunger. Wieso sind mutig vielleicht angesichts der Trostlichkeit? Was ist bei euch kaputt? Dass ihr so schnell Hunger habt? Bei Wasser? Die schenken keinen Effekt.
Ne, dann lasse ich's. Ich könnte jetzt wahrscheinlich mit der Schaufel, aber die ist mir zu wertvoll. Halt, stopp. Wo ist die Falle? Wo ist die Falle? Geschafft. Sehr gut. Ha. So, erkundet ist es damit auch. Dann muss ich wieder zurücklaufen. Da. Und dieses blöde Grab lasse ich einfach aus. Hab ich jetzt ein Weihwasser für verschwendet. Verschwende, glaube ich, zu schnell zu viele Fackeln. Hetzjagd und verhärter Pfiff. Gegen Gluten sind sie immun, da brauche ich keine Hetzjagd machen, das ist ein Quatsch. Stresslinderung. Sieben bis 14. Nein! Das ist nämlich gut gewesen, weil das Vieh spawnt noch eins, wenn es rankommt. Mal den da. Richtiger Schlag. Sechs bis zwölf. Confidence surges as the enemy crumbles. Weil die spawnen keine neuen. Die anderen spawnen neue Sachen, was irgendwie nicht so geil ist. So, 13 bis 25. Bam. Ins Gesicht. Und der Hund macht ihn fertig. Alles nehmen. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Sehr gut. Wieder was gekündet. Da kann ich reingucken, denke ich. Das ist relativ safe. Oh, eine Fackel. Gold. Das ist nett. Was ist denn das hier? Das ist mir ziemlich ekelhaft, außer will ich nie reingucken. Das ist irgendein Kadaver, Scheiße oder so. Ein bisschen Licht wäre schon ganz gut. Zum Kämpfen. Sowieso 7 bis 14, immer nur 8 Stunden Lebensenergie. Jetzt spawnt doch ein neuer, oder? Ach nein, mach's nicht. Ich hab ganz schön viel Widerstände gegen Blut und alles Mögliche. 4 bis 7. Mach lieber Stress, wenn wir noch uns wissen. Heilen wir ein bisschen. Kann man auch mal wieder machen, würde ich sagen. Bam, nächsten Tod. Also die Schleime gehen eigentlich voll in Ordnung. Die Abgrundartillerie. Bis dahin? Ja, alles klar. So, ist die Frage. These nightmarish creatures can be felled. They can kurz nachdem jemand sein Lager aufgeschlagen. Gegengift. Heilkräuter. Hier ging schon kein Effekt. Gegengift. Hier ging schon kein Effekt. Was mach ich denn auf dem Zelt? Bandage? Hier ging schon kein Effekt. Ja. Dann halt nicht.
versteckte Erbstücke. So, wie viel? Oh, Entschuldigung, wie viel habe ich jetzt noch? 7 Fackeln. Soll ich vielleicht noch ein bisschen Licht machen? Ja, sag's gehört dir. Das läuft eigentlich jetzt ganz gut. Komme ich noch nicht an die mittelschweren Sachen ran? Das ist ein bisschen das Problem. Ah. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Wer geht mir auf den Sack? Ah, beschwört Energie. Positives. Endlich lacht uns das Glück. Was hat er jetzt bekommen? Labyrinth-Taktiker. Okay. Wo man im Wald Labyrinth-Taktiker bekommt, mir zwar nicht ganz klar, aber... Plus, plus Beute, plus Stress. Hm. Auch nix. Hab ich noch Schlüssel? Nein, hab ich nicht. Dass wir was finden, das wir töten können. Jemand hat kurz zugelassen, vielleicht ist er geflohen. Ein Schloss ist daran befestigt. Tja, da brauche ich mir jetzt einen Schlüssel. Ohne wird es wohl schwierig. Nein, ich will die Viecher nicht reingucken. Auch kein Gegner. Düpp, 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 düpp. Dann laufen wir wieder zurück. Wir müssen eigentlich irgendwann nochmal lagern, glaube ich. Wie viel Essen habe ich schon noch? Oh, 10. Okay, alles gut. Bin ich überrascht worden. Das ist gar nicht gut, dass der ganz hinten steht. Erstmal hier das machen. So, und du bist weiter nach vorne auf jeden Fall. Stehen wir schon mal mein Heiler wieder an der richtigen Stelle? Nicht dann. Nummer 1 von den Viechern. Ah, Quatsch. Das war natürlich Bullshit, was ich da gemacht habe. Und dann noch eins von den Viechern. Hört auf mich an zu spucken. Hört auf meinen Heiler zu betäuben. Das ist gar nicht nett. Nee, Quatsch. Doch, ich muss davor. Und dann muss der nämlich wieder noch eins vor. Fünf plus tot. So, und du musst jetzt da. Genau. So, jetzt habe ich es wieder. Ein 20er Crit. Alter, der crittet hart. Der Kopfgeldjäger. Ich mag den. 1000 Gold für den Kampf. Seize this momentum. Push on to the task's end. Inhalt gehört dir. 600 Gold. Geht's mal ohne rein, weil ein bisschen Licht habe ich ja noch. Natürlich kommt hier der fetteste Kampf von allen. Ah, nicht gut. To a killing blow. Ich will hier. Danke, dann habe ich es nicht notiert. Beute markieren zweimal auf den gleichen ist, glaube ich, ganz schlimm. Bluten 20. Ja, machen wir doch Hetzjagd, ne? Im Zweifelsfall. Bluten Saal. Man schwächt ein bisschen. Denke ich. Ich habe keinen Pestdrucker dabei, um dieses Bluten zu haben, was ein bisschen cool ist.
Die Brandmarke ist fest. Aua. Ja, jetzt sagt eigentlich wieder. Das ist so ein guter AOE. So, jetzt stirbt er nicht nächste Runde. Du musst es mal heilen hier. Hm, musst du heilen. Ich habe eigentlich noch relativ viel HP. Das ist eigentlich ganz okay, macht den Stand momentan. 6 bis 12. Ist auch tot. Schon die Hälfte schon tot. Beute markieren. Nee, nicht mehr. Das reicht. Muss ausreichen. Plus Stress schaden. Gut. Das Problem ist das da. Muss ihn mehr markieren, damit er mal ein bisschen schneller stirbt. Und wir heilen wieder. Oh geil, 1. Ja, das ist nur geblutet hätte, ey, da wäre ich aber am Stock gegangen. So, 90% Schaden gegen Blut. Hier. Ja. Tut mir nicht mehr zu saugen haben. Boah, das sieht glaube ich unser Doktor anders. Denke ich. Ich bin dann bei 5 bis 10. Okay, doch. Das ist eine dumme Idee. This expedition at least promises success. Ich hab das immer so. Krieg zumindest ein bisschen was noch zu essen. So, jetzt kann ich mal lagern, denke ich, voll oft. Gathered close in ist 2000 im Arzephase eine Fähigkeit. Während der Arzephase kannst du wenig für deine Helden essen, was festigen gut sie erholen. Sorge dafür, dass du stets genügend Nahrung dabei hast. Eine Fähigkeit kannst du Rastpunkte für verschiedene Heldenfähigkeiten ausgeben. Die Genesung vorantreiben. 10% Gesundheit. 15% Gesundheit. Wie habe ich denn? Wie viel Essen? 12. Da ich das nicht. So, Erholung. Was kann der? Gefährde minus Stressschaden. Abwehr. Plus Ausweichen, plus Crit. Plus Ausweichen, plus Crit. Werden Herzschlag ist in Bewegung zu bleiben. So, was kann der? Chance auf Erkunden. Was 3 kosten würde, dadurch noch 5 hätte, das ein bisschen komisch ist. Stressschaden für sich selbst wahrscheinlich. Stress wird um 25 gelindert. Alle Gefährden. Stress wird um 10 erhöht. Stress wird um 10 erhöht. Aber ich müsste ihn eigentlich den Stress lindern. Warum sollten wir uns Sorgen machen, wir werden alle früh genug in der Erdland. Nur selbst Stress um 20 gelindert. Stress um 10 gelindert. Alle Gefährten. Kostet 3. Hätte ich noch 4 übrig. Das ist wirklich ziemlich gut. So, jetzt habe ich noch 2 oder sowas übrig. Jetzt könnte ich noch jemanden. Ne, 4 habe ich noch übrig. Bringe Lichtstärke um 100, Stress wird um 500, Gefährte heilen um 50%. Achso, entfernt Sterblichkeitsschwäche. Können um 30% heilen. Das ist wahrscheinlich das einzige Sinnvolle, oder? Ein guter hier heilen. Ah, das kann ich nur einmal machen. Ich hatte doch nur gerade noch 4 übrig. Zeitkosten 2. Ah, ich darf ihn nur einmal einsetzen. Okay. Stress 25 gelindert. Gefährde minus 15% Stressschaden. 15% Stressschaden. 15% Stressschaden. Komm, ja. Geben dir mal weniger Stressschaden. Diese Uhr ist grauenerregend. Trotzdem fühle ich mich entspannt.
Wir sind die Flamme. Zeit zu schlafen, müssen wir ausgerüstet sein. Ich habe ihn überrascht. Sehr gut. Das hat ziemlich gut funktioniert. Warum blutet ihr immer noch? Wir laufen durch den ganzen Wald, wo wir schon waren. Halt ein. Oh, jetzt ist ein Kampf dazugekommen. Den hatten wir vorher nicht. Den hatten wir mit Sicherheit vorher nicht. Aber das Licht geht gerade extrem langsam runter. Oh, Banditen sind hier reingekommen. Wie viele Leben haben die? 12. Verheerender Pfiff. Der da, wollte ich mal sagen. Der da. Abstechen? Nee, nicht abstechen. Finde ich nicht gut. Flächendeckfeuer. Ich mag die Übersetzung eigentlich ziemlich gern. Ich zieh jetzt mal recht auf den Sack. 9 bis 12, 8 bis 16. Bam! Ins Gesicht. Was, die können bis nach da hinten abstechen? Das ist euch kaputt. Sieben bis zehn. Jawohl. Tot. Ausweichen hier, Geschwindigkeit erhöhen. Untersetzt. Ich wollte eigentlich nämlich nochmal heilen, aber das war vielleicht nicht die beste Idee. Ich wollte eigentlich hier. Wen heile ich denn jetzt? Wahrscheinlich den. Toll. Wenigstens blutet er nicht. Der blutet jetzt aber so. Und. Oh, noch ein Crit. Krass. Der hat echt eine hohe Crit-Chance, oder? Bin ich das mal. Ghoulish Horrors. Brought low and driven into the mud. Crit. Krass. So, ich glaube, ein oder zwei Räume muss man noch erkunden. Und da ist jetzt mal echt noch viel Licht übrig. Krass. Du hast voll überrascht, Monster. Ah, der blutet eh nicht. Dann will ich den hier als erstes weg haben. Mal auf den Stresser da hinten, auf den Typen machen. Wenn ich überlebe, ich weiß es. Ich würde das anders sehen. Ich halt alle nochmal so. Und du machst den erstmal. Perfekt. Kommt der schon mal nicht dran. Oh, dann heißt, wenn ich mal selber. Hoffen, dass jetzt nicht mehr irgendein anderer zu low geht. Und du markierst. Weil er bloß 8 HP, ich werde draufhauen können. 7 bis 14. 7 bis 14. Ah, 14 gerade. Bis 12. Masterfully executed. Schön. A trifling victory. Das ist nicht Platz, aber es muss not a victory Platz. Nonetheless. Gegengift oder Heilkräuter? Wahrscheinlich schmeiße ich das Gegengift raus. So. Die Urkunden will ich eigentlich schon mitnehmen, die brauche ich nämlich gerade. Kann ich hier mal ein bisschen mit dem anderen machen, bitte?
Jetzt die Kostbarkeit geborgen. Stein der Gesundheit, Max LP. Muss ich da mit dem geben? Danke. Sehr gut. Funktioniert alles. Immer noch 45. Hacke wieder. Ah, Quest abgeschlossen. Abenteuer fortsetzen. Kriege ich noch erkunden? Ach komm, ich habe ja schon so einen Haufen Gold und so, ich gehe raus. Paths and roads bring soldiers and supplies. Let them arrive on Harrod. Ein Haufen Essen habe ich übrig gehabt. Hätte ich doch 8 essen sollen. Es hat fast 10.000 gegeben hier. Das war ziemlich nett. Und ein Bild. Ein einzelnes Bild. Wenigstens ein paar Urkunden noch dazu. Plus 3 Helden, okay. Der bekommen? Harter Schädel. Nice! Der ist noch nicht Level 2. Ja, sind alle noch nicht ganz Level 2. 7 von 8. Zurück zum Dorf. My obsession caused hat nach einem Ausbruch der Emotion einer größeren Spende 1000 Goldmünzen verloren. Wollt ihr mich verarschen? Beim Beten? Bist du... Ach Gott! Wenigstens hat hier Vityok nichts Schlimmes gemacht. Alter, weißt du, bist du noch, da hast mich schon mehr gekostet als irgendjemand sonst. So, eigentlich wollte ich aber. Was ist bei dem? Über wem war denn das jetzt? Dem war es doch auch nicht. Feldjäger? Ist nicht beim Hundemeister, wo ich gerade was. Moment, jetzt muss ich mal kurz in den. Nein, nicht Madenwald, mal das Verfahren. Taverne, wo bin ich. Was ist das denn? Sanatorium, Kloster, Friedhof? Hä? Was ist das denn? Nein, im Ordnung ist das auch nicht. Gilde. Ich such grad. Da ist es. Verlaufsprotokoll. Knuffi. Genau. Bei dem war das. Was ist denn? Da. Bei dem wollte ich Kampfgebrüll. Hier, das nehme ich raus und nehme das dafür rein. Da kann ich mich zurückschlagen. Und betäuben eventuell. Ein betäubender Widerstand von 75%. Das ist ziemlich awesome. Und mehr Lebensenergie. So, Fernkampffähigkeit, Präzision. Das müsste eigentlich Kugeln kriegen. Der ist ja jetzt unser Fernkämpfer. Gewöhnlich plus Abwehr. Was kann ich das hier? Knuffi, das hast du vorhin schon mal verloren. Ich gebe es dir wieder. Gegen Betäuben, gegen Bewegen. Gib sie wieder. Diesmal behalt's bitte. So, haben wir hier noch eine Kutsche irgendjemand? Interessanten. Noch ein Kopfgeldjäger. Eine Vestalin. Und noch ein Hundemeister. Boah, ich glaube nicht. Ich habe schon eigentlich 2, 4, 6, 8, 10, 11. Einen habe ich. Ach, hier oben steht's auch. Einen habe ich noch frei. Nach Stufe sortieren. Dann tu mal Stress sortieren. Kopie hat halt immer noch viel Stress. 63, das ist halt echt krass. Und bulimisch und Durchfall. Ich würde mich einfach gerne mal behandeln. Max LP und HP. Wie viel Blut ist dafür wirklich nötig? Der irgendwie hatte Tollwut nur. So, Stress. Shirley hat halt auch noch 56 Stress. Die kann ich eigentlich nur für einen einfachen Run mitnehmen. Aber ich denke, das würde ich mir das nächste Mal überlegen, wen ich wohin stecke. Zwangsläufig müssen sie nicht rein. Ich würde das dann erstmal wieder für heute beenden. Das war mein kleiner Stream zum Nachmittag von Darkest Dungeon. Ich kann mir noch überlegen, ob ich irgendwas mit den Urkunden mache. Ich bräuchte Urkunden. Verbessern. Hier? Ne. Unser Inventarium? Ne. Kloster? Auch nicht. Das muss ja irgendwie Gilde sein oder sowas. Ah, auch nicht das, was ich meine. Schmied brauche ich Urkunden. Rüstungsschmiede. Okay.
Könnte ich die Rüstungsstufe 2 erhöhen. Würde ich, denke ich, mal machen. Stecke ich den sogar direkt mal hier rein. In the end, every plan relies upon a strong arm and tempered steel. Und das kann ich auch noch dann erhöhen. Das sind, glaube ich, so die, die im Nahkampf sein sollten. Ja. Ich meine, ich bin ja jetzt nur wirklich ewig weg gewesen. Ich habe komplett null Stress. Ach stimmt, nach meinem emotionalen Ausbruch war das doch, ne? Ah, ohne Spende, 69 Impede war das. Das ist aber ich, wo ich zurückgekehrt bin. Ist noch einmal Heiligen Sinn zurückgekehrt. Aber ich habe keinen Heiligen Sinn gefunden, wie es scheint. Schade. Na gut, also wie gesagt, danke fürs Zuschauen.